Liebe Hörer, lassen Sie mich über das Glück und das, was das Wort mir bedeutet, ein paar Worte sagen. Denn zum Erleben des Glückes bedarf es vor allem der Unabhängigkeit von der Zeit und damit von der Furcht sowohl wie von der Hoffnung. Und diese Fähigkeit kommt den meisten Menschen mit den Jahren abhanden. Euch geht's gut? Da seid ihr besser dran als wir. Ja, vorab würde ich gerne nochmal sagen, also wie gesagt, es wird kein objektives Bild von Hermann Hesse geben in der nächsten Zeit. Auch kein großer Überblick über seinen Lebenslauf oder über sein Werk, sondern wir haben uns einzelne Sachen rausgepickt und so ist die Zusammenstellung natürlich auch eine ganz persönliche Geschichte, auch die Auswahl der Texte von Hesse selber, die dann gelesen bzw. besprochen werden. Der Ralf, wie gesagt, wird die Musik dazu machen und das ist im Moment eine Geschichte ohne Netz und doppelten Boden. Wir haben das Programm, so wie wir es jetzt geschrieben haben, noch nicht durchgeprobt. Also es wird sicher Pannen geben zwischendurch. Vielleicht kriegt ihr diese gar nicht mit, wir sie umso mehr. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt zwei Texte in dem Programm, die gehen auf Ideen zurück, der von mir verehrten Hans-Dieter Hüsch und Kurt Tucholsky. Maestro. Am Himmel bewegt sich eine Gardine, über die Milchstraße läuft eine Maus, da sitzt ein Mann an der Schreibmaschine, der sieht wie Hermann Hesse aus. Der liebe Gott kommt zu ihm und spricht: Ach Hermann, ich würde es gerne so machen wie du, doch emigrieren kann ich im Himmel nicht. Die Bischöfe stecken schon die Köpfe zusammen, wenn sie mich sehen. Und will ich von der Liebe erzählen? Lassen sie mich einfach stehen. Meine Kontakte zu Gorbatschow wären ja nicht legal, spricht der Kardinal. Spreche ich dann über die Freiheit eines Menschen, antwortet er mir, ich solle doch auf dem Teppich bleiben und er rät mir, eine neue Bibel zu schreiben. Gehe ich dann zum Papst, um mich leise zu beklagen, sagt er mir, ich solle vorsichtig sein, denn mache ich weiter so, hätte ich ja bald nichts mehr zu sagen. Ach, spricht da der liebe Gott, manchmal möchte ich einfach fort. Ich weiß, sagt da der Mann. Ich kann dich gut verstehen und ich habe es auch schon so kommen sehen. Ich habe es den anderen erzählt, doch hier im Himmel baut sich jeder seine eigene Welt. So ist es, flüstert der liebe Gott. Und geht es noch weiter so, machen Sie mir meinen Himmel zu. Erst gestern wurde ganz offen über Aufnahmequoten gesprochen. Und es werden heimlich schwarze Listen angelegt, für den, der nicht richtig zu glauben versteht. Ach, seufzt der liebe Gott, komm, lass uns zum Hugo gehen. Der wird uns auf seiner Mundharmonika spielen. Und den Krümel würde ich auch gern wiedersehen. Und du kannst mir die Bäume zeigen. Und willst du mir nicht etwas Schönes schreiben? Das habe ich schon, sagt lächelnd der Mann. Ich habe es hier und reicht dem lieben Gott ein Blatt Papier. Stufen steht darauf geschrieben. Der liebe Gott lächelt und beginnt zu lesen. Und man hört noch leise aus seinem Munde: Wohlan, denn Herz, nimm Abschied.
und gesunde. Am Himmel bewegt sich eine Gardine. Über die Milchstraße läuft eine Maus. Da sitzt ein Mann an der Schreibmaschine. Der sieht wie Hermann Hesse. Unzählig ist die Schar der Einsamen, deren Leben ohne Licht und Ruhm verklingt. Sie sind Fremdlinge in den Gassen ihrer Städte. Sie passen nicht in die Harmonien des äußeren Lebens und sie wissen nicht, ob sie zu gut oder zu schlecht für dieses Leben sind. Diese, meine Brüder, will ich mit meinen Blättern grüßen. All jene, die zum Orden der Flüchtigen und Heimatlosen gehören und denen die Ritterschaft des Leides und der Einsamkeit ihren schmerzlich schönen Adel verleiht. Ich weiß, dass unter ihnen einige mich gelten lassen und lieben werden. Hermann Hesse, geboren am 2. Juli 1877 als Sohn pietistischer Eltern in Calw. Seit frühester Jugend ist er erfüllt von dem Gedanken, Dichter zu werden. Nach dem Abschluss einer Buchhändlerlehre veröffentlichte er 1899 sein erstes Werk Romantische Lieder. Erster großer Erfolg 1904 mit Peter Carmensen. Unaufhaltsam schreibt sich Hermann Hesse in die Literaturgeschichte. Seine wichtigsten Werke werden Unterm Rad, Demian, Siddhartha, Der Steppenwolf, Narziss und Goldmund und Das Glasperlenspiel. Seine Geschichten sind geprägt von Personen, die ausbrechen aus den gewohnten Formen und Normen und die Möglichkeiten der Selbstfindung entdecken. 1946 erhält Hermann den Nobelpreis für Literatur. Am 9. August 1962, mit 85 Jahren, stirbt Hermann. Um meine Geschichte zu erzählen, muss ich weit vorn anfangen. Ich müsste, wäre es mir möglich, noch viel weiter zurückgehen, bis in die allerersten Jahre meiner Kindheit und noch weiter über sie hinaus in die Ferne meiner Herkunft zurück. Ich wurde geboren gegen das Ende der Neuzeit, kurz vor der beginnenden Wiederkehr des Mittelalters. Meine Geburt geschah in früher Abendstunde, an einem warmen Tag im Juni. Und die Temperatur jener Stunde ist es, welche ich unbewusst mein Leben lang geliebt und gesucht und wenn sie fehlte, schmerzlich entbehrt habe. Nie konnte ich in kalten Ländern leben. Und alle freiwilligen Reisen meines Lebens waren nach Süden gerichtet. Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem 4. Gebot bekannt gemacht hätte. Gebote haben aber leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt. Mochten sie noch so richtig und noch so gut gemeint sein, ich, der ich von Natur ein Lamm und lenksam bin, wie eine Seifenblase, habe mich gegen Gebote jeder Art, zumal während meiner Jugendzeit, stets widerspenstig verhalten. Ich brauchte nur das Du sollst zu hören. So wendete sich alles in mir um und ich wurde verstockt. Man kann sich denken, dass diese Eigenart von großem Einfluss auf meine Schuljahre geworden ist. Ich habe die Gymnasialbildung nur bis zur Obersekundar durchgemacht und mit 16 die Schule verlassen. Alles andere habe ich mir als Autodidakt erworben. Denn es war mir damals durchaus klar, dass ich nichts anderes als ein Dichter werden wollte. Ja, Dichter will Hermann werden, seit frühester Jugend und Kindheit. Und er hat es nicht einfach. Bis er Dichter wird oder Dichter ist, soll es ein beschwerlicher Weg werden. Seine Mutter schreibt einmal über den 4-jährigen Knaben, es ist ein merkwürdiges Schaffen und Ringen in dem Buben.
Dieses Schaffen und Ringen ist wie ein roter Faden in seiner Kindheit und Jugend, prägt vor allem seine Schulzeit und seine Auseinandersetzung mit dem Vater. Seine, ja für einen Jugendlichen, ungewöhnliche analytische Klarheit führt den 14-Jährigen in Einsamkeit und Verzweiflung und ja fast schon zwangsläufig zu einem Selbstmordversuch. Am Tage nach seinem Selbstmordversuch wird Hermann von seinem Vater in die Nervenheilanstalt Stetten untergebracht. Mit der Diagnose laut Krankenblatt Melancholie. Meine letzte Kraft will ich aufwenden, zu zeigen, dass ich nicht die Maschine bin, die man nur aufzuziehen braucht. Ich gehorche nicht und ich werde nicht gehorchen. Diese Worte schreibt Hermann in einem der Briefe aus Stetten an seine Eltern. Und aus der Vielzahl dieser Briefe, die Hermann als 14- und 15-Jähriger aus Stetten schreibt, haben wir uns einen ausgesucht, den ich jetzt gern vorlesen möchte. Der Brief an den Vater. Stetten, 14. September 1892. Sehr geehrter Herr, da Sie sich so auffällig opferwillig zeigen, darf ich Sie vielleicht um 7 Mark oder gleich um den Revolver bitten? Nachdem Sie mich zur Verzweiflung gebracht haben, sind Sie doch wohl bereit, mich dieser und sich meiner rasch zu entledigen. Eigentlich hätte ich ja schon im Juni krepieren sollen. Sie schreiben, wir machen dir ja gar keine Vorwürfe, weil ich über Stetten schimpfe. Das wäre mir auch durchaus unverständlich, denn das Recht zu schimpfen darf man einem Pessimisten nicht nehmen, weil es sein einziges und letztes ist. Vater ist doch ein seltsames Wort. Ich scheine es nicht zu verstehen. Es muss jemand bezeichnen, den man lieben kann und liebt, so recht von Herzen. Wie gern hätte ich eine solche Person. Könnten Sie mir nicht einen Rat geben? Ihre Verhältnisse zu mir scheinen sich ja immer gespannter zu gestalten. Ich glaube, wenn ich Pietist und nicht Mensch wäre, wenn ich jede Eigenschaft und Neigung an mir ins Gegenteil verkehrte, könnte ich mit Ihnen harmonieren. Aber so kann und will ich nimmer leben. Und wenn ich ein Verbrechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, der Sie mir die Freude am Leben nahmen. Aus dem lieben Hermann ist ein anderer geworden, ein Welthasser, ein Weise, deren Eltern leben. Schreiben Sie nimmer, lieber Hermann, etc. Es ist eine gemeine Lüge. Der Inspektor traf mich heute 2 Mal, während ich seinen Befehl nicht nachkam. Ich hoffe, dass die Katastrophe nimmer lang auf sich warten lässt. Wer nur Anarchisten da? Gezeichnet Hermann Hesse, Gefangener im Zuchthaus zu Stetten, wo er nicht zur Strafe ist. Ich beginne mir Gedanken zu machen, wer in dieser Affäre schwachsinnig ist. Übrigens wäre es mir erwünscht, wenn Sie gelegentlich mal herkämen. Im Oktober 1892 wird Hermann aus der Nervenheilanstalt entlassen. Er wird im Cannstatter Gymnasium untergebracht und beendet dort seine Schulzeit mit der Obersekundarreife. Er kehrt zurück ins Elternhaus und beginnt seine Lehrzeit in der Calvaturm-Ohrenfabrik, die aber nach einem Jahr wieder abbricht. Er will sich nun endgültig von seinem Elternhaus lösen und geht nach Tübingen, um Buchhändler zu werden. Neben der Lehre findet Hermann Anschluss zur Universität und beginnt als Autodidakt Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie und Sprachen zu studieren. Er geht nach Basel und beendet dort seine Lehrzeit. Seinem Ziel, Dichter zu werden, nachstrebend, veröffentlicht er sein erstes Werk Romantische Lieder 1899. Schaffen und Ringen aber, wie es die Mutter beschrieben hat, gehen weiter. Rastlos sucht er seinen Weg. Mit dem Roman Peter Camenzind erringt Hermann den ersten großen Erfolg. Er heiratet Maria Bernoulli und lässt sich in Geienhofen nieder, wird Vater 3 Söhne und seinen Traum erfüllend freier Schriftsteller. Ist politisch aktiv und schreibt für verschiedene Zeitschriften, äußert sich zu vielen Themen und Gelegenheiten. Monarchie, Politik, Krieg, Philosophie, Religion, Erziehung, Kunst, er schreibt und schreibt. Der Geschmack von Ruhm und Bekanntsein, den er erlangt, der behagt ihm nicht. Er beginnt mit verschiedenen alternativen Lebensformen zu experimentieren.
So lebt er unter anderem eine Zeit lang allein und nackt in den Bergen. Es ist die Zeit, in der er größere Reisen unternimmt nach Italien und Indien. Er ringt immer wieder mit seiner Umwelt und sich selbst, stellt sich und die Welt immer wieder in Frage, wandert und sucht Antworten. Und so werden seine Bücher doch nichts anderes als Zeugnisse seiner Wege. Wenn sie Romane schreiben, pflegen so zu tun, als seien sie Gott und könnten irgendeine Menschengeschichte ganz und gar überblicken und begreifen und sie so darstellen, wie wenn Gott sie selber erzählte. Ohne alle Schleier, überall wesentlich. Das kann ich nicht. So wenig wie die Dichter es können. Meine Geschichte aber ist mir wichtiger als irgendeinem Dichter die seinige. Denn sie ist meine eigene. Und sie ist die Geschichte eines Menschen, nicht eines Erfundenen, eines Möglichen, eines Idealen oder sonst wie vorhandenen Menschen, sondern eines wirklichen, einmaligen, lebenden Menschen. Was das ist, ein wirklich lebender Mensch, das weiß man heute allerdings weniger als jemals. Und man schießt denn auch den Menschen, deren jeder ein kostbarer, einmaliger Versuch der Natur ist, zum Mengentod. Jeder Mensch aber ist nicht nur er selber. Er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen. Nur einmal so und nie wieder. Darum ist jedes Menschengeschichte wichtig, ewig, göttlich. Darum ist jeder Mensch, solange er irgend lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig. Wenige wissen heute, was der Mensch ist. Einen Wissenden darf ich mich nicht nennen. Ich war ein Suchender und bin es noch. Aber ich suche nicht mehr auf den Sternen und in den Büchern. Ich beginne die Lehren zu hören, die mein Blut in mir rauscht. Meine Geschichte ist nicht angenehm. Sie ist nicht süß und harmonisch wie die erfundenen Geschichte. Sie schmeckt nach Unsinn, Verirrung, nach Wahnsinn und Traum. Wie das Leben aller Menschen, die sich nicht mehr belügen wollen. Jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin. Der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selber gewesen. Jeder strebt danach, es zu werden. Einer dumpf, einer lichter. Jeder, wie er kann. Jeder trägt Reste von seiner Geburt, Schleim und Eischalen einer Urwelt bis zum Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise, mancher ist oben Mensch und unten Fisch, aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Uns allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter. Wir alle kommen aus demselben Schlunde, aber jeder strebt, ein Versuch, ein Wurf aus den Tiefen, seinem eigenen Ziele zu. Wir können einander verstehen. Aber deuten kann jeder nur sich selbst. Anmerkung: Hermann schreibt Demian unter dem Pseudonym Emil Sinclair, um die Jugend nicht durch den bekannten Namen eines alten Onkels abzuschrecken, wie er selbst sagt. Und so schreibt er über Demian. Der Demian zeigt gerade jene Seite im Kampf um die werdende Persönlichkeit, die den Erziehern die unbequemste ist. Es besteht überall das Streben, die Menschen gleichförmig zu machen und ihr Persönliches möglichst zu beschneiden. Dagegen wehrt sich unsere Seele mit Recht. Daraus entstehen die Demian-Erlebnisse. Sie nehmen für jeden andere Formen an. Ihr Sinn ist aber immer derselbe. Wem es ernst ist, der überwindet sie. Und wenn er stark ist, wird aus einem Sinclair ein Demian.
Unter dem Sinclair-Zeichen steht für mich noch heute jene brennende Epoche, das Hinsterben einer schönen und unwiederbringlichen Welt. Das erst schmerzlich, dann innig bejahte Erwachen zu einem neuen Verstehen von Welt und Wirklichkeit. Das Aufblitzen einer Einsicht in die Einheit der Polarität, des Zusammenfallens der Gegensätze. Wie es vor 1000 Jahren die Meister des Zen in China auf magische Formeln zu bringen versucht haben. Siddhartha, 1922. Hermann selbst sagt zu Siddhartha: Der Siddhartha wurde im Winter 1919 begonnen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil lag eine Pause von nahezu 1,5 Jahren. Ich machte damals, nicht zum ersten Mal natürlich, aber härter als jemals die Erfahrung, dass es unsinnig ist, etwas schreiben zu wollen, was man nicht gelebt hat. Der Siddhartha ist ein sehr europäisches Buch, trotz seines Milieus. Und die Siddhartha-Lehre geht so stark vom Individuum aus und nimmt es so ernst, wie keine asiatische Lehre es tut. Siddhartha ist der Ausdruck meiner Befreiung vom indischen Denken. Ich habe 20 Jahre lang indisch gedacht, wenn auch in meinen Büchern dies nur hinter den Zeilen stehen blieb. Ich bin kein Vertreter einer festen, fertig formulierten Lehre. Ich bin ein Mensch des Werdens und der Wandlung. Und so steht neben dem Jeder ist allein in meinen Büchern auch noch anderes. Zum Beispiel ist der ganze Siddhartha ein Bekenntnis zur Liebe. Der Steppenwolf, 1927. Zahlreiche persönliche Schwierigkeiten begleiten Hermann zu diesem Punkt. Er steckt in einer tiefen Krise, die er als Krise des Mannes von 50 Jahren bezeichnet. Die von ihm tief empfundene Isolation lässt ihn ein Eremitenleben führen. Nach der Scheidung seiner ersten Frau Maria heiratet er wenig später Ruth Wenger. Doch diese Ehe ist nur von kurzer Dauer. Im Scheidungsurteil des Basler Zivilgerichtes wird Hermann als Eremit, Sonderling, Neurotiker und Psychopath bezeichnet. Die ersten auftretenden Krankheiten, Gicht und Ischias, erfordern mehrere Kuraufenthalte. Vor allem leidet er an einer Augenkrankheit, die nicht geheilt werden kann und die ihm sein ganzes Leben begleiten wird. Rastlos wechselt Hermann seine Domizile und beginnt wieder damit, sich einer Psychoanalyse zu unterziehen. In diese Zeit hinein fällt die Entstehung des Steppenwolfes. Das Erscheinen des Buches führt zu Aufsehen und zu den unterschiedlichsten Bewertungen. Er selbst schreibt zum Steppenwolf: Immerhin scheint mir der Steppenwolf dasjenige meiner Bücher zu sein, das öfter und heftiger als irgendein anderes missverstanden wurde. Zum Teil kommt die Häufigkeit dieser Fälle davon her, dass dieses Buch von einem 50-Jährigen geschrieben und von den Problemen eben dieses Alters handelnd sehr häufig ganz jungen Lesern in die Hände fiel. Ich kann und mag natürlich den Lesern nicht vorschreiben, wie sie meine Erzählungen zu verstehen haben. Möge jeder aus ihr machen, was ihm entspricht und dienlich ist. Aber es wäre mir doch sehr lieb, wenn viele von ihnen merken würden, dass die Geschichte des Steppenwolfes zwar eine Krankheit und eine Krise darstellt, aber nicht eine, die zum Tode führt, nicht einen Untergang, sondern das Gegenteil, eine Heilung.
Ja, wie ihr bemerkt habt, haben wir keine Texte aus dem Siddhartha und dem Steppenwolf selbst gelesen, sondern nur, was Hermann selbst zu diesen Büchern oder über diese Bücher macht. Wir möchten gern ein kleines Experiment wagen. Die beiden Personen, Siddhartha und Hari Heller, aus den Büchern herauszuholen. Und sie treffen sich an einem Ort jenseits zwischen Raum und Zeit. 95% des folgenden Textes sind aus beiden Büchern wörtlich. Versuch eines fiktiven Gesprächs zwischen Siddhartha und Hari Heller, genannt der Steppenwolf. Nennst du dich einen Sucher, Harry? Ja, ich bin es. Und ich bin einer, der halb ein Mensch ist und halb ein Wolf. Oder der sich das einbildet. Und glaube bitte nicht, dass ich ironisch spreche, denn ich will mehr. Was soll ich dir dazu sagen, Freund? Vielleicht, dass du allzu viel suchst. Dass du versuchst, nicht zum Finden kommst. Was denkst du? Sind wir weitergekommen? Haben wir Ziele erreicht? Ja, das sind wir. Der Teufel ist der Geist und seine unglücklichen Kinder sind wir. Wir sind aus der Natur herausgefallen und hängen im Leeren. Jeder Mensch besteht aus 10, aus 100, aus 1000 Seelen. Das ist es, was ich gelernt habe. Lange Zeit habe ich gebraucht, um dies zu lernen, Harry. Dass man nichts lernen kann. Es gibt, glaube ich, jenes Ding nicht, das wir Lernen nennen. Ich sage dir, was ich gefunden habe. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Ach, das ist gut. Sehr gut. Aber das ist nicht mein Ehrgeiz. Ich lebe in einer anderen Welt, nicht in dieser. Nun schelte nicht, ich weiß, dass ich verrückt bin. Ich begehre nichts anderes, als zu büßen. Denn das Bild des Menschen, einst ein hohes Ideal, ist im Begriff, zu einem Klischee zu werden. Und wir Verrückten werden es vielleicht wieder adeln. Lass das schelten, lieber Freund. Noch nie ist mit Schelten etwas erreicht worden. Auch ich habe solche Gedanken gehabt und Erkenntnisse. Ich habe manchmal für eine Stunde oder für einen Tag Wissen in mir gefühlt. So wie man Leben in seinem Herzen fühlt. Du bist vielleicht in der Tat ein Sucher, denn deinem Ziel nachstrebend siehst du manches nicht, was nah vor deinen Augen steht. Ich glaube, ich verstehe dich, Kamerad. Und doch bist du mir ein Rätsel. Du wirst ja mit dem Leben zu spielen fertig. Du hast ja diese wunderbare Hochachtung von den kleinen Dingen und Genüssen. Schelte nicht, lieber Freund. Nicht um Streit mit dir zu suchen. Streit um Worte habe ich so zu dir gesprochen. Nun ja, aber das muss ich sagen. Du machst mir diese Unterhaltung nicht eben leicht. Und ich frage dich, worauf kommt es denn dann an? Ich habe an meinem Leibe und an meiner Seele erfahren, dass ich der Sünde sehr bedurfte. Ich bedurfte der Wollust, der Strebens nach Gütern, der Eitelkeit und bedurfte der schmählichsten Verzweiflung, um das Widerstreben aufzugeben, um die Welt so zu lieben, wie sie ist und ihr gerne anzuhören. Nee, dazu wäre ich nicht bereit. Alles ist ja so falsch, so höllisch dumm und schlecht. Ich will mehr. Ich bin mit Glücklichsein nicht zufrieden. Ich bin nicht dafür geschaffen. Es ist nicht meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist das Gegenteil. Ich habe nichts gegen dieses Glück. Oh nein, ich liebe es. Ich bin ihm dankbar, Siddhartha. Aber es ist kein Glück, um darum zu sterben. Fern ist ein solcher Gedanke mir. Mögest du diesen Weg zu Ende gehen, Harry. Und mögest du Erlösung finden. Wenn ich es doch nicht kann? Ich habe es nie gelernt. Wofür denn? Mein Leben ist mühsam, irrläufig. Es führt zu Verzicht und Verneinung. Es ist bitter vom Schicksalsalz allen Menschentums. Und es ist genug geplaudert! Ja, nach so viel Aufbäumen und Zorn nähern wir uns dann zum zweiten Teil dem älter gewordenen Hesse, der sich ein wenig, ja, der einfach etwas ruhiger wird, aber trotzdem immer noch genug Power hat und sich nicht zufrieden gibt. Wer ist so mächtig wie er? Wer ist so schön? So fantastisch,
schwärmerisch und schwermütig. Er ist ein Held und Zauberer. Er ist ein Verführer und Bruder des Eros. Er vermag Ungewöhnliches. Arme Menschenherzen füllt er mit schönen und wunderlichen Dichtungen. Er hat mich Einsiedler und Bauern zum König, Dichter und Weisen gemacht. So ist der Wein. Doch ist es mit ihm wie mit allen köstlichen Gaben und Künsten. Er will geliebt, gesucht, verstanden und mit Mühen gewonnen werden. Prost. Prost. Auf euch. Ja, gut gekältet. Das ist das Schlimme, wenn man so nervös ist. Wird alles nass. Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereingangs von Maria Bronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum. Ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht. Eine Edelkastanie mit starkem Stamm. Zärtlich hing ihre runde Krone über dem Weg. Atmete breitbrüstig im Winde, ließ im Frühling, wenn alles ringsherum schon grün war und selbst die Klosternussbäume schon ihr rötliches Junglaub trugen, noch lange auf ihre Blätter warten. Trieb dann um die Zeit der kürzesten Nächte aus den Blattbüscheln die matten weißgrünen Strahlen ihrer fremdartigen Blüten empor, die so mahnend und beklemmend herbstkräftig rochen. Ließ im Oktober, wenn Obst und Wein schon geerntet waren, aus der gilbenen Krone im Herbstwind die stacheligen Früchte fallen, die nicht in jedem Jahr reif wurden, um welche die Klosterbuben sich balgten und die der aus dem Welschland stammende Superior Gregor in seiner Stube im Kaminfeuer briet. Fremd und zärtlich ließ der schöne Baum seine Krone überm Eingang zum Kloster. Ein zartgesinnter und leicht fröstelnder Gast aus einer anderen Zone. Verwandt in geheimer Verwandtschaft mit den schlanken, sandsteinernen Doppelsäulen des Portals und dem steinernen Schmuckwerk der Fensterbogen, Gesimse und Pfeile. Geliebt von den Welschen und Lateinern, von den Einheimischen als Fremdling begafft. Unter dem ausländischen Baume waren schon manche Generationen von Klosterschülern vorübergegangen. Mit diesen Worten beginnt Hermann das zu seinen Lebzeiten wohl erfolgreichste Buch. Er selbst sagt zu diesem Buch: Goldmund ist viel mehr als Narziss auf polare Schwingungen eingestellt. Ihm ist es nicht gegeben, sich in patriarchalische Ordnung zu begnügen. Er ist Schöpfer und daher ein Mensch der Spannungen. Wenn in zwei Menschengestalten, zwei Urprinzipien, zwei ewige Gegenwelten einander verkörpert gegenüberstehen, dann ist ihr Schicksal unentrinnbar. Sie müssen einander anziehen, müssen einander vom anderen bezaubert werden, müssen einander erkennen, einander erobern, einander zum Höchsten steigern oder einander vernichten. So geschieht es jedes Mal, wenn Männliches und Weibliches, wenn Gewissen und Unschuld, wenn Geist und Natur einander in reinen Verkörperungen begegnen und in die Augen sehen. Und so geschah es auch mit Narziss und Goldmund. Dies ist es, was ihre Geschichte seltsam und bedeutsam macht.
Das Glasperlenspiel 1943. Ja, das Glasperlenspiel. 12 Jahre schreibt Hermann an diesem Buch. Und es ist sein letztes großes Buch, das er schreibt. Sein großes, altes Werk. Bis dahin sicherlich die Essenz seines Lebens, seiner Wege, Erfahrungen, Empfindungen. Figuren aus anderen Büchern tauchen auch in dem Buch wieder auf. Ich muss einfach sagen, wie wahrscheinlich vielen von anderen auch, wie wir das im Seminar mitgekriegt haben, eigentlich hat es bisher noch niemand gelesen oder zu Ende gelesen. Und es geht mir ganz genauso. Ich habe es auch nicht zu Ende lesen können. Und der Punkt ist einfach, dass ich denke, Hermann hat mal gesagt, dass er nur schreiben kann oder das schreiben kann, was er auch lebt oder gelebt hat. Und mir geht es mit diesem Buch einfach so, dass ich mit meinen 33 Jahren in der Dimension und in der Tiefe dieses Buch nicht begreifen kann. Dafür bin ich einfach zu jung. Und deshalb möchten wir auch gar nicht so viel zum Glasperlenspiel sagen. Wir möchten es einfach stehen lassen. Wenn ich vielleicht mal 50, 60 bin, werde ich es vielleicht begreifen mit meinen Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe. Ich möchte aus dem Werk nur ein Gedicht lesen, das Hermann, wie wir vorhin gehört haben, ja eigentlich, nun ist es für alle Germanisten auch, sicher für den lieben Gott geschrieben hat. Ja, und das Gedicht trägt den Titel Stufen. Wie jede Blüte welkt, wie jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Weisheit und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaff. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesund. Umfangreiches Werk wird in alle Kultursprachen übersetzt. In Japan und den USA wird er zum meistgelesenen deutschsprachigen Autor des 20. Jahrhunderts. Die Weltauflage seiner Bücher beträgt zurzeit fast 60 Millionen Exemplare. Aufgrund seiner zahlreichen Werke und Publikationen steht Hermann oft im Blickpunkt des öffentlichen Lebens. Doch damit hadert er. Er scheut die Öffentlichkeit, ja manchmal verabscheut er sie. Die zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen, die ihm nach dem Krieg zuteil werden, unter anderem der Nobelpreis für Literatur, nimmt er nicht sonderlich ernst. Die Welt hat sich in den Kopf gesetzt, mich mit Preisen, Dissertationen und Briefen vollends zu Tode zu steinigen.
Dagegen ist nichts zu machen. Aber die, die es tun, sollten vom Opfer nicht auch noch Dankbarkeit erwarten. Schreibt er in einem seiner Briefe. Solche Worte und Gedanken natürlich fordern nicht immer Wohlwollen in der Öffentlichkeit heraus. Die Kritik an ihm ist, er kann nicht so gut damit leben. Und die Kritik an ihm ist häufig zynisch und ironisch. Und da seine Werke überwiegend von den Idealen und nicht von der Realität handeln, wird er besonders krass von den politischen Parteien in Deutschland kritisiert, rechts wie links. Nach seiner frühen Emigration in die Schweiz wurde er als vaterlandsloser Gesell tituliert. Das kränkte ihn arg und setzte ihm zu. Ja, wir möchten an dieser Stelle auf die Kritik an Hermann eingehen, an seinem Werk, denn sie war ein Bestandteil seines Lebens. Da kommen wir nicht drüber weg. Und ich habe erst überlegt, ob wir einen Text suchen, in dem Hermann kritisiert wird. Aber ich möchte dann doch wieder den Text nehmen, den wir damals auch genommen haben. Dem Text liegt eine Idee von Kurt Tucholsky zugrunde. Und ja, befasst sich, sage ich mal, auf tragisch-ironische Weise mit Hermann und dem einfachen Volke, das an Anfang zu seinen Lebzeiten noch Proletariat genannt wurde. Der Text ist nicht lieb gemeint, aber es ist einfach nur die Ebene aufzuzeigen, in der Hermann kritisiert wurde. Ein Auszug davon, wie dick die Kritik auch an ihm war oder auch gesessen hat. Und der Text trägt den Titel Anspruch und Wirklichkeit oder das Missverständnis. Okay, auf geht's. Ich muss jetzt erstmal reinkommen. Ich bin einsam und klage mit Pein, wo wird für mich Erkenntnis sein? Doch alles Klagen, alles Streben, alles Schreien hat keinen Sinn, solange ich Gefangener bin. Der Chor der Arbeitslosen. Das tut uns furchtbar leid, Herr Hesse. Auch wir sind gefangen. Auch wir klagen und suchen. Nicht nach Erkenntnis. Nach Arbeit schreien wir. Ich fliehe und spinne mich in Geist und Reinheit ein. Nur der Geist ist rein und erlöst mich vom Gefangensein. Denn nur so wandle ich nicht vergebens auf den Spuren des Lebens. Der Chor der Proletarierkinder. Das tut uns furchtbar leid, Herr Hesse. Auch wir würden fliehen vor Leid und Unterdrückung. Wir würden fliehen in Lachen und Unbekümmertheit. Doch wir stehen im Leben und haben keinen Sinn für Reinheit. Ich lege, so ich bin, mein gepudertes Haupt zu Füßen der Schönheit hin. Ich weiß, was ihr nicht wisst, dass Schönheit besser denn Tugend ist. Der Chor der Proletarierfrauen. Das ist sehr schön, Herr Hesse. Doch wir, die wir Arbeiterfrauen sind, haben keinen Sinn für Schönheit. Wir müssen für unsere Männer und Kinder da sein. Uns steht nicht der Sinn nach Tugend, uns steht der Sinn nach Brot. Nicht mehr gefangen vom Leben und Streben, schließt sich die Kette Glied um Glied. Und ich will singen ein großes Lied von Schmerz und Pein und davon erlöst zu sein. Alle Chöre zusammen! Das interessiert uns nicht mehr, Herr Hesse. Denn wir singen auch ein Lied. Und es wird unser eigenes sein. Und wir schaffen es ihnen in die Ohren hinein. Völker, die Signale auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Anmerkung zu diesem Text. Hermann fühlt sich immer zu Idealen und Werten des Kommunismus hingezogen. So schreibt er einmal, für Kommunismus bin ich mit dem Herzen. Denn immer hat der Unterdrückte, nie der Unterdrücker meine Liebe gehabt. Ich glaube auch mit dem Verstand an den Kommunismus. Das heißt, ich bin überzeugt, dass die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsreform überlebt,
und schwer krank dem Untergang nahe ist. Dass ich dennoch nicht selbst aktiver Kommunist bin, hat verschiedene Gründe. Der entscheidende für mich ist, ich bin persönlich unfähig, mich einer Partei einzureihen, Programme in Bausch und Bogen zu bejahen. Ja, so bleibt seine Beziehung eigentlich zu den Werten des Kommunismus rein geistiger Art. Und bleibt doch entfernt von den Menschen, die auf ihn hoffen. Einmal jedoch, so schreibt er über seine Lehrzeit, habe ich dort recht viel gelernt und zum ersten und einzigen Male in meinem Leben mit dem arbeitenden Volke zusammengelebt. Ja, so hat sich Hermann im Laufe seiner langen Schaffensperiode und nach vielen Kämpfen und Suchen, Schaffen und Ringen, langsam mit sich und der Welt ein wenig versöhnt. Aber er hat sich nicht angepasst. Er geht seinen Weg weiter und er ist sehr aktiv. Er heiratet zum dritten Male Ninon Dolbin. Mit ihr bleibt er bis zu seinem Tode verbunden. Und er lebt als Schweizer Staatsbürger in Montagnola. Der Malerei gilt seine Leidenschaft, Neugier und Liebe. Hermann unterstützt seinen Freund Peter Suhrkamp nach dessen Entlassung aus dem Konzentrationslager, an dem er sich auch schuldig fühlt, und ist maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau des Suhrkamp Verlages beteiligt. Er wird dort Herausgeber zahlreicher Werke und zu einem anerkannten Literaturkritiker in Deutschland. Was allerdings in der Öffentlichkeit verborgen oder danach unbeachtet blieb, das war seine oftmals aufopferungsvolle Hilfe für Arme und Bedürftige. Er hat persönlich Pakete an Leute geschickt, die ihm geschrieben haben, Briefe, Bettelbriefe geschrieben haben. Das Geld dazu hat er genommen von den Preisen, von den Auszeichnungen, die er bekommen hat, und hat Bücher handschriftlich geschrieben in Einzelanfertigungen. Und das Geld aus dem Erlös dieser Bücher ist immer den Armen und Bedürftigen zugute gekommen. Die Stadt Calw zum Beispiel hat ja zahlreiche Summen von Hesse immer wieder zugeschickt bekommen, um dort den Armen und Bedürftigen zu helfen. Hermann hält auch noch im Alter regen Kontakt und Briefwechsel mit Freunden und Bekannten. Und er beantwortet im Laufe seines Lebens mindestens 35.000 Briefe von Lesern, die sich persönlich an ihn gewandt haben. Das Werk wächst aus 100 und 1000 Wurzeln und nimmt, solange es nicht abgeschlossen ist, 100 und 1000 neue Beziehungen und Verbindungen auf. Und wenn es einmal geschehe, dass ein Menschenleben von seinem Beginn bis zum Ende aufgeschrieben würde, samt allen diesen Verwurzelungen und Verflechtungen, so würde das einen Epos ergeben, so reich wie die ganze Weltgeschichte. Wer alt geworden ist und darauf achtet, der kann beobachten, wie trotzdem schwindender Kräfte und Potenzen ein Leben noch spät und bis zuletzt mit jedem Jahr das unendliche Netz seiner Beziehungen und Verflechtungen vergrößert. Und solange ein Gedächtnis wach ist, doch von all dem Vergänglichen und Vergangenen nichts verloren geht. Ja, aus der Unzahl der Briefe, die Hermann geschrieben hat, möchten wir jetzt gern einen rauspicken. Das ist ein Brief an einen jungen Künstler, der allerdings sehr lang ist und von der Zeit sicherlich nicht ausreichen würde. Und deswegen, ja, ein paar Auszüge aus dem Brief an einen jungen Künstler. Thank you.
Lieber J.K., danke für deinen Neujahrsbrief. Er ist traurig und deprimierend und ich verstehe das nur allzu gut. Aber es steht auch der Satz darin, dass du unter dem Gedanken leidest, es sei dir und deinem Leben ein Sinn, eine Aufgabe zugeteilt, deren Nichterfüllung dich leiden macht. Das ist trotz allem hoffnungsvoll, denn es ist wörtlich wahr. Und ich bitte dich, meine Anmerkungen dazu dir ins Gedächtnis zu rufen und zu überlegen. Diese Gedanken sind nicht von mir, sie sind uralt. Und sie sind etwas vom Besten, was Menschen je über sich selber und ihre Aufgabe gedacht haben. Was du im Leben leistest, das wird vom ewigen Sinn der Welt, von der ewigen Gerechtigkeit nicht nach irgendeinem festen Maß gemessen, sondern nach deinem einmaligen und persönlichen. Gott wird, wenn er dich richtet, nicht fragen, bist du ein Picasso geworden oder ein Pestalozzi oder ein Gotthelf, sondern er wird fragen, bist du auch wirklich der JK gewesen und geworden, zu dem du die Anlagen und Erbschaften mitbekommen hast? Und da wird niemals ein Mensch ohne Scham oder Schrecken seines Lebens und seiner Irrwege gedenken. Er wird höchstens sagen können, nein, ich bin es nicht geworden, aber ich habe es wenigstens nach Kräften versucht. Und wenn er das aufrichtig sagen kann, dann ist er gerechtfertigt und hat die Probe bestanden. Da gab es zum Beispiel am Anfang des vorigen Jahrhunderts in Frankfurt die hochbegabte Familie Brentano, von deren fast 20 Kindern zwei heute noch berühmt sind. Die Dichter Clemens und Bettina. Nun, alle diese vielen Geschwister waren hochbegabte, interessante, überdurchschnittliche Leute, sprühende Geister, glänzende Talente. Nur der Älteste war und blieb einfältig. Er lebte sein ganzes Leben lang wie ein stiller Hausgeist im Vaterhaus. Zu nichts zu brauchen, er war fromm als Katholik, geduldig und gutmütig als Bruder und Sohn. Und wurde inmitten der witzigen und lustigen Geschwisterschar immer mehr zu einem schweigenden Mittel- und Ruhepunkt. Einem wunderlichen Hauskleinod, von dem Frieden und Güte ausstrahlte. Von diesem Einfältigen, diesem Kindgebliebenen, sprechen die Geschwister mit einer Ehrfurcht und Liebe wie von keinem anderen Menschen. So war also auch ihm sein Sinn und sein Auftrag mitgegeben. Und er hat ihn vollkommener erfüllt als alle seine glänzenden Geschwister. Kurz, es kommt, wenn ein Mensch das Bedürfnis hat, sein Leben zu rechtfertigen, nicht auf eine objektive, allgemeine Höhe der Leistung an, sondern eben darauf, dass er sein Wesen, das ihm mitgegebene, so völlig und rein wie möglich in seinem Leben und Tun zur Darstellung bringt. Tausend Verführungen bringen uns beständig von diesem Wege ab. Aber die stärkste aller dieser Verführungen ist die, dass man im Grunde ein ganz anderer sein möchte, als man ist. Jeder Bub hat in einem gewissen Alter einmal Fuhrmann oder Lokomotivführer, dann Jäger oder General, dann ein Goethe oder Don Juan werden wollen. Das ist natürlich und gehört mit zur natürlichen Entwicklung und Selbsterziehung. Die Fantasie tastet gewissermaßen die Möglichkeiten für die Zukunft ab. Aber das Leben erfüllt diese Wünsche nicht. Und die kindlichen und jugendlichen Ideale sterben von selber ab. Und doch wünscht man sich immer etwas, was einem nicht zusteht. Und quält sich mit Forderungen an die eigene Natur, die ihr Gewalt antun. Es geht uns allen so. In Stunden des inneren Wachseins spüren wir immer wieder, dass es keinen Weg aus uns heraus und in etwas anderes hinein gibt. Dass wir mit unseren eigenen, ganz persönlichen Gaben und Mängeln durchs Leben hindurch müssen. Und dann geschieht es zuweilen auch, dass wir ein Stück weiterkommen. Dass uns etwas glückt, was wir vorher nicht konnten. Und dass wir für einen Augenblick uns selber ohne Zweifel bejahen und mit uns zufrieden sein können. Nur dann
ist man in Harmonie mit der Welt. Und unser einem wird es selten zuteil. Aber desto tiefer ist dann das Erlebnis. Mm-hmm.